Ich bin die Freiheit, ich bin das Licht, ich bin die, die mit Engeln spricht. Erinnere dich, ich erkenne dich und mich. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, in meinem Podcast Besonderer Blickwinkel. In diesem Podcast lade ich dich ein, mit beiden Augen auf das Ganze zu sehen. Manchmal genügt es, einen Blickwinkel zu verändern und wir sehen eine andere Situation. Fühl dich gesehen, geliebt und verstanden. Deine Mirjam. Du bist größer, stärker, mächtiger als du glaubst. Haben wir wirklich einen freien Willen? Oder wie ist es mit diesem freien Willen, wo uns immer wieder erzählt wird, auch in der Spiritualität, dass wir einen freien Willen haben? Und im Laufe meiner spirituellen Wege habe ich für mich erkennen können, dass dieser freie Wille, den wir glauben, den wir haben, nicht der ist, den ich zumindest geglaubt habe zu haben. Ich habe es so verstanden in meinen Anfangszeiten, dass ein freier Wille einfach bedeutet, dass ich machen kann, was ich will, dass ich meine Wege selbst wählen kann, dass ich alles selbst entscheiden kann und so weiter. Das kann ich auch. Doch von der Seelenebene aus betrachtet, haben wir keinen freien Willen. Wir haben einen freien Willen, das zu denken und das zu glauben, was wir wollen. Doch wir haben keinen freien Willen, was unseren Weg hier auf der Erde betrifft, in Bezug auf unsere Seele. Dort ist alles vorbestimmt. Teils, wenn nicht alles, sogar unsere nächste Erdenreise. Und deshalb ist das mit dem freien Willen so eine Sache. Ich habe den freien Willen, dass ich mein Leben selbst gestalten darf. Doch das bedeutet für mich nicht unbedingt freier Wille, das bedeutet für mich hundertprozentige das Übernehmen meiner Eigenverantwortung. Ich kann wählen, wohin ich in Urlaub fahre, ich kann wählen, wie ich denke, ich kann wählen, mit wem ich zusammenlebe, welchen Beruf ich wähle, wofür ich mein Geld ausgebe, was ich esse und so weiter. Darüber habe ich einen freien Willen. Durch diesen freien Willen kann ich nur leben, wenn ich diese Eigenverantwortung lebe. Und im Irdischen ist es so, dass wir jetzt immer mehr gefordert werden, eigenverantwortlich durchs Leben zu gehen. Keinen Schuldigen mehr zu verurteilen oder verantwortlich zu machen für das, wie es uns gerade geht. Es geht darum, dass wir erkennen und entdecken dürfen, dass wir die Regisseure und Regisseurinnen unseres Lebens sind. Dass wir die Menschen sind, die unsere Entscheidungen selbst treffen. Dass wir aus diesen Entscheidungen schöpfen und zehren und darüber auch die Konsequenzen tragen. Und dass wir dahingehend schon einen freien Willen haben. Doch wenn ich jetzt auf die Seelenebene gehe, und auf das, was uns im Leben passiert, gibt es für mich keinen freien Willen. Ich habe immer noch die Wahl, dass ich frei denken kann und glauben kann, was ich möchte. Doch nichtsdestotrotz bin ich geführt. Das heißt, wenn meine Seele eine Erfahrung wählt, Armut zu erleben oder einen Verlust zu erleben, dann wird das so geschehen. Wenn meine Seele wählt, dass sie nur kurz hier auf Erden ist, wird das auch so geschehen. Wenn meine Seele wählt, dass sie Kinder hat, wird das geschehen. Wenn sie wählt, in dieser Inkarnation ohne Kinder zu leben, wird das auch geschehen. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass wir uns all dem hingeben dürfen, dem, was einfach ist, dass wir das annehmen dürfen, was ist und dass wir aus dieser Kraft und aus dieser Energie für uns einfach im Vertrauen sein dürfen und aus dieser vertrauten Ebene schöpfen dürfen, dass wir über dieses Vertrauen
ja, in diese Kraft zurückgehen und dass wir aus dieser Vertrautheit eine Basis schaffen, dass wir uns nicht mehr gegen das wehren, was ist. Dass wir erkennen, dass unsere Seele bestens weiß, was für uns gut ist und was nicht. Dass sie uns mit Menschen zusammenführt, dass sie uns in Situationen bringt, dass sie uns zu Orten führt, dass sie uns in Begegnungen bringt, die für unseren Seelenweg und unsere Erfahrungen wichtig und richtig sind. Und dass wir als Mensch im Grunde genommen, und dieser Podcast ist jetzt ein bisschen für Fortgeschrittene, nichts zu sagen haben. Im Grunde genommen sind wir Menschen, die unter einer Seelenführung geführt werden, ob wir das wollen oder nicht. Und deshalb ist es auch richtig, wenn ein Mensch sich nicht persönlich entwickeln möchte, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn ein Mensch sagt, das interessiert mich alles nicht, dann ist es auch die Führung der Seele, weil er vielleicht nur diese grobstoffliche Materie erleben möchte. Und deshalb ist dieser freie Wille für mich jetzt anders verstanden worden als zu Beginn meiner spirituellen Anfänge. Und das meinte ich mit diesem fortgeschrittenen Podcast. Und dieser Podcast heute dient dazu, dass wir erwachen und dass wir uns nicht mehr gegen uns selbst stellen. Wir sind uns selbst am meisten im Weg. Dass wir uns nicht immer vor uns selbst stellen und uns selbst blockieren. Dass wir erkennen, ich bin hier in einem Ballast meines Körpers. Ich habe eine Seele. Und wenn es mein Interesse ist, diese Seele hier zu entfalten über einen spirituellen Weg, dann werde ich stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich nehme all meine Herausforderungen an, ob es eine Trennung ist, eine Krankheit ist, ein Verlust ist, eine Tragödie ist oder was auch immer. Ich nehme mich an, in dem wie ich bin, ich nehme das an, wie es ist und übergebe mich der Führung und lasse das mal mit diesem freien Willen auf dich wirken. Spiele ein bisschen damit, jongliere damit und sag dem Verstand vielleicht nicht gleich so ein Blödsinn, das stimmt nicht, sondern lass es ein bisschen wirken. Es muss auch nicht deine Wahrheit werden, doch verneine es nicht gleich. Denn sobald ich das für mich begriffen habe, habe ich noch einmal mehr dieses Spiel des Lebens verstehen können. Dass alles seine Berechtigung hat, dass alles seine Richtigkeit hat, dass alles seine Ordnung hat. Und dass ich im Grunde genommen eh nicht auskomme, meinen Weg zu gehen. Egal wie er ist, es hat mich aus der Wertung befreit, dass ich meinen Weg so gehe, wie er ist. Und dass dieser Weg einfach immer richtig ist. Und deshalb dürfen wir vom freien Willen in die Eigenverantwortung gehen. Denn manchmal ist es ein bisschen eine Trotzreaktion. Es kann sein. Manchmal kann es natürlich auch eine Unterstützung sein. Doch im Grunde genommen darf ich mich einfach der Führung meiner Seele im Vertrauen hingeben. Und mich durch all meine Höhen und Tiefen des Lebens führen und begleiten lassen. Und daraus und dadurch erwacht neues Bewusstsein. Und diesen freien Willen können wir nutzen, indem wir in die Eigenverantwortung gehen, all unserer Entscheidungen, indem wir entscheiden, dass wir uns selbst leben, indem wir eine Entscheidung treffen, dass wir in dieser Seelenführung mitgehen und dass wir uns nicht mehr gegen uns selbst wehren, gegen uns selbst kämpfen, uns erniedrigen, uns verurteilen, uns kritisieren, sondern dass wir wirklich Ja sagen zu diesem Weg, zu diesem Leben, egal
was es mitbringt und mitgebracht hat, dass wir erkennen, okay, es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer schön aus unserer Persönlichkeit aus betrachtet, doch es hat seine Richtigkeit und meine Seele weiß, was sie tut, meine Seele weiß, wohin sie mich führt und deshalb ist es alles ein so göttlich durchdachtes oder ein so göttlich durchdachter Plan, wo es keine Überraschungen gibt. Im Universum gibt es keine Überraschungen. Und deshalb sind wir so wunderbar geführt, so wunderbar begleitet. Und wenn uns das gelingt, dann gehen wir in die Freiheit und hören auf, gegen uns zu kämpfen. Vielleicht habe ich dir heute ein bisschen Futter zum Nachdenken gegeben. Lass es einfach mal auf dich wirken und geh mit diesem Gedanken schwanger weiter, dass im Grunde genommen alles schon vorbereitet ist und alles durchdacht ist und dass es darum geht, dass wir unseren Weg gehen, dass wir unseren Weg nicht mehr in Frage stellen, dass wir unseren Weg nicht mehr als Opfer bezeichnen oder als benachteiligt empfinden, sondern dass wir diesen Weg gehen, indem wir wirklich die Entscheidung treffen, 100% Eigenverantwortung zu leben und uns aus diesem freien Willen in eine unendlich gut, genial geführte Führung unserer Seele hingeben. Es ist der Weg in die Freiheit, es ist der Weg aus dem Widerstand, es ist der Weg aus der Frustration, aus dem Mangel, aus dem mich verstecken, aus dem Ausreden finden. Es geht darum, dass ich einfach meinen Weg gehe, weil ich weiß, dass er gut geführt ist. Und wir können uns wirklich vorstellen, dass so schöne goldene Fäden entlang unseres Kronenzentrums in unsere Seelenebene gehen und dass wir dort geführt werden wie so wunderschöne goldene Marionetten und dass wir so eine liebevolle Führung haben, so eine vertraute Führung, eine Führung, die uns Sicherheit gibt, damit wir darüber hinaus einfach auch erkennen können, dass wir vertrauen dürfen. Diesen Weg zu gehen, der uns bestimmt ist, diesen Weg zu gehen, der für uns gedacht ist und wurde. Und dass wir alle Verneinungen mit der Zeit streichen und dass wir im Aspekt der neuen Zeit sowieso 100% Eigenverantwortung übernehmen dürfen. Und dass das einfach wichtig ist, weil ich habe auch beobachtet im Urlaub, da waren Mülltonnen, wo so schön gestanden ist, Plastik, Glas, Papier und so weiter und genau Restmüll und es war alles durcheinander, wo ich mir dachte, was brauchen wir Menschen noch, damit wir verstehen, dass wir einen großen Beitrag für die Ordnung dieser Welt beitragen können, dass wir immer Mitverursacher und Mitwirkende sind und da wurde mir wieder so eine Erkenntnis geschenkt, dass es darum geht, dass ich eigenverantwortlich sein muss, damit ich auch diese 4 Mülltrennungen so zuordnen kann, dass ich weiß, wenn ich alles ins Papier werfe, kann es darüber entsorgt werden. Wenn ich alles durcheinander bringe, bleibt es dieses unordentliche Feld oder diese Belastung. Das war jetzt nur ein Beispiel davon. Und dass es darum geht, dass Eigenverantwortung im Alltag gelebt werden darf und dass wir erkennen dürfen, dass wir ein großer Teil des großen Ganzes sind und immer etwas auslösen und etwas bewirken. Und zurück zur Führung. Lasse dich heute führen. Nimm diese goldenen Fäden wahr. Lasse dich von der geistigen Welt führen. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann übergeben wir die Führung. Wir übergeben sie an das Göttliche. Wir übergeben sie weiter. Und dadurch kann so viel Heilendes passieren. Und so ist das mit dem freien Willen so eine Sache. Es gibt ihn auf der anderen Ebene
und auf der anderen Ebene gibt es ihn wieder nicht. Und so danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung gibst auf Spotify oder Sterne. Darüber hilfst du mir wachsen. So ist das Geschäft der Social Medias, wenn du ihn teilst und wenn du mich weiterempfiehlst. Und so lass es dir gut gehen und genieße die Führung. Alles Liebe. Danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast, dass ich an deinem Ohr sein durfte, dass wir in Verbindung geblieben sind. Und wenn dich meine Arbeit interessiert, mein Wirken, dann folge mir auf Instagram oder auf meinem YouTube-Kanal oder besuche meine Homepage www.miriamoberstaller.com. Und vielleicht begegnen wir uns mal persönlich in einem Einzelchanneling, in einem Channelabend, in einem Seminar oder sogar in einer Ausbildung. Fühl dich gesehen, fühl dich geliebt und fühl dich vollkommen. Deine Miriam. Wir sind wie ein Spiegel im Wir. Oh.